Hallo und herzlich willkommen zur Premiere. Ich begrüße Sie zur Nacht der Löwen hier im Musicaltheater Neue Flora in Hamburg. Heute Abend dreht sich alles um das Thema Werbung. Freuen Sie sich auf die besten Werbespots der Welt, die Cannes-Rolle 2004. Anke Late Night und die MTV-Kennerin und Homöopathin Christiane Backer. Damals war ja der Status der VJs doch ein ziemlich besonderer. MTV war inzwischen so, sagen wir mal, mächtig geworden, dass keiner mehr Nummer 1 Hit landen konnte, wenn er nicht auch sein Video ständig auf MTV gespielt hatte. Aha. So kamen die natürlich liebend gern zu uns auf Sendungen, zum Interview und so weiter und haben natürlich auch immer geguckt. Weil sie konnten dann eben keine deutschen, belgischen, französischen Programme verstehen und so haben sie eben entweder CNN oder MTV geguckt. Und deswegen kennen die uns auch alle. Immer noch, ne? Ja. Wenn die euch sehen, Sir Bob. Hey, ich komme mal bei dir vorbei. Wir machen jetzt eine kurze Pause, denn neben der Homöopathie ist auch Yoga ein Interessenbereich von dir. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einen kleinen Crashkurs gibst. Ich dachte, ich kann dich homöopathisch ein bisschen untersuchen. Ich habe gerade gar nicht, ich habe einfach nur eine Schraube locker, ganz normal. Also wir machen am besten den Sonnengruß. Den kannst du jeden Tag 6-mal machen und bist fit, schürst die Energie, wirst nicht mehr krank, das wirst du eh nicht. Nee. Aber es bringt ein bisschen Energie und es entspannt zur gleichen Zeit. Mhm. Also es ist eine ganz klasse Übung. Füße zusammen. Sehr gerne. Arme nach oben. Dann nach vorne beugen und Arme zur Seite so. Ausatmen. Warte, ich guck mal eben an meine Nach unten gucken. mein weißes Telefon. Wohin? Dann nach oben gucken. Klippalarm, danke schön, Stefan. Kurz nach oben gucken und dann nach hinten gehen oder springen. Also, warte mal. Okay, so. So. Und dann. Oh, so nach vorne. Das ist nur auf Englisch. Und dann, But I can also English. Up face dog. Up face dog. Und jetzt down face dog. Okay. Hund, Gesicht oben. Ja, genau. Hund, Gesicht unten. Jetzt Hund, Gesicht unten. Jetzt wird's knapp, Leute. So. Und jetzt würdest du ein bisschen stehen bleiben. Kann ich nicht einfach sagen, hallo Sonne? Machst du das auch, wenn du deine Fernsehrubrik hast? Bei Punkt 12, jeden Mittwoch bei RTL, machst du ja ein bisschen was zum Thema besser fühlen. Ja, wir machen auch Qigong, Yoga, Kräuterkunde, alle möglichen Tipps, auch ganz banale Salbeitees und Wadenwickel, was gerade das Thema verlangt sozusagen. Also Rückenschmerzen, wir machen jetzt gerade Erkältung und wir machen auch eine Yoga-Übung gegen Wetterfühligkeit. Wir fragen mal unsere Supergäste. Stefan hat heute Geburtstag und ist mit... Wie geht's gut mit? Bei dir alles gut? Ja. Ihr seid nur besoffen, weil ihr auf unsere Post geschickt habt. Hast du was gegen... Für besoffen sein? Wer? Nax Vomica, das Katerfrühstück. Vomica, das heißt übergeben? Kommt von der Brechnuss, ganz richtig. Und das ist das beste Katerfrühstück überhaupt. Nax Vomica kann ich jedem empfehlen. Eine Nuss. Party-Saison. Nimmt man das in Tropfenform? Das ist ein homöopathisches Kügelchen, ganz einfach. Okay. Einfach nach Nax Vomica fragen. Gut. Das bläst dir jeden Kater sofort weg. Eher die psychische Anspannung. Zum Beispiel das Eingesperrtsein in einem Flugzeug oder in einem Zug kann eine ganz große Stresssituation sein. Und da helfen ganz klasse die Bach-Rescue-Tropfen. Das ist eine Kombination aus 5 verschiedenen Bachblüten, die wirklich super gegen Stress und Flugangst helfen. Und wenn das nichts nützt, dann kann ich das Zaubermittel aus der Homöopathie empfehlen, nämlich Argentum Nitricum. Nehmen Sie es vor und während der Reise ein, genauso wie die Bachblüten. Und Sie werden sehen, plötzlich macht auch Ihnen das Fliegen Spaß. Ich wünsche Ihnen eine entspannte Reise. Deswegen ist es ganz wichtig, sich selbst ab und zu eine Auszeit zu verordnen, um den Stress abzubauen. Ein Spaziergang, so wie hier im Park, lässt die Seele Kraft tanken und Sie gewinnen Abstand von Ihren Alltagssorgen. Wenn das nicht geht, dann wenigstens ab und zu mal ganz tief durchatmen. Bis ins Zwerchfell. Auch das entspannt ja schon. Und jetzt eine ganz besondere Kategorie, nämlich Filme, die kein Produkt verkaufen, sondern ein soziales Anliegen haben und einen guten Zweck bewerben. Gegen AIDS und Gewalt, für den Tierschutz, Anti-Drogen. Die Botschaft geht teilweise ganz schön unter die Haut, dank der Werbekunst. Wo genau sitzt eigentlich die Queen heute Abend?
Die Queen sitzt natürlich da, wo sie sich gehört, in der königlichen Box mit allen ihren Familienmitgliedern, außer Prinz Andrew, der zum Fußballspielen nach Japan gefahren ist. Selbst Camilla darf dabei sein als Versöhnungszeichen der Queen. Ladies and Gentlemen, in meiner langen Erfahrung von Popkonzerten, dies ist etwas sehr Spezielles. Ich glaube, keiner wird diesen Abend jemals vergessen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Königin. Für sie ist ja dieses Multikulturelle ganz, ganz wichtig. Und sie hat auch viele Zeichen gesetzt jetzt während ihres Thronjubiläums. Hat sie eine Moschee besucht, einen Sikh-Tempel, einen Hindu-Tempel und andere Mitglieder der königlichen Familie besuchen buddhistische Tempel und die Zoroaster und jüdische Gruppen und so weiter. Also um eben auch wirklich zu zeigen, dass zum modernen Großbritannien diese ganzen verschiedenen Glaubensrichtungen und Kulturen gehören. Das macht Großbritannien aus. Und da ist die Queen auch ganz stolz drauf. Jedes Mal am letzten Augustwochenende taucht das gesamte Viertel Notting Hill in eine karibische Welt ein. Und dort findet eben dieser Karneval statt, der also hauptsächlich aus Karnevalsumzügen besteht, aus DJ-Soundsystems, Lautsprecheranlagen, die einen ohrenbetäubende Musik spielen, alle verschiedenen Richtungen. Aber sie hat 50 Jahre Staatspolitik gemacht. Sie kennt doch die ganzen Staatschefs seit 50 Jahren. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, für die Engländer im Allgemeinen, die Stabilität, die diese Monarchie bringt, die Tradition, die identifizieren sich die Leute mit der Monarchie. Das gibt denen eine Art von Sicherheit und Stolz auch. An meiner Seite sitzt immer noch Christiane Backer, MTV-Ikone. Ah, einer der wenigen Gesichter, die ich niemals vergessen habe. Sag mir doch mal bitte. Gedächtnis. Ja. Sag mir mal bitte, dein absolutes, totales Highlight. Was war das Schönste, was dir im Rahmen passiert? Schwer zu sagen, weil es sind so viele schöne Geschichten passiert. Einmal habe ich an einem Abend eine große Show moderiert und musste zwischendurch weg die goldene Kamera abholen. Dann wieder zurück zur Show. Unseren älteren Zuschauern möchte ich gerne sagen, dass Sie eine der begehrtesten Frauen überhaupt waren in Europa, dass jeder Popstar Ihnen hinterhergelaufen ist. Die haben sich ja um Sie gerissen. Sie haben Sie alle kennengelernt, Sie haben Sie interviewt. Wer war denn der Netteste? Peter Gabriel, sehr nett. Bob Geldof, die Rolling Stones selbst waren auch ganz hilfsbereit und lustig. Welcome to ATV Frontline News. I'm Christiane Backer in London. The news this hour. Iraq has been put on a war footing after Saddam Hussein issued a decree dividing the country into four military districts. The mysterious form of pneumonia connected with air travelers from Hong Kong is believed to have killed 9 people and infected 170 others worldwide. Philip Powell reports. She lives in Paris with her family, but is currently in London starring in Chicago, the smash hit musical that's replaced Andrew Lloyd Webber's blockbusters as the show to see in the West End. I know that jazz! Here we are in the Paris of the South, Barcelona. We are still in lovely Istanbul, and behind me you can see one of the many palaces where the last few sultans lived it up, and you can actually have a look inside the palace, because now it is a museum. You've just done a remix for Bon Jovi. Isn't that a bit of a strange thing to do for someone who doesn't like rock music? Yeah, and that's why we did it. Heißeste Party des Jahres. Das größte Dankeschön gehört natürlich euch.